dann herzlich willkommen und schön, dass Sie die Zeit genommen haben hier für die Pressekonferenz zum Stadionsingen Mannheim singt Weihnachtslieder. Ich stelle ganz kurz mal das Podium vor. Zu meiner Rechten unser Geschäftsführer Markus Komm, dann daneben Christian Specht, der erste Bürgermeister der Stadt Mannheim, dann Wolfgang Bresinger vom Lions Club Mannheim Quadrate, Johannes Dölger, ebenfalls Lions Club Mannheim Quadrate, zu meiner Linken Anja Herrmann, die Geschäftsführerin von Hospiz Sterntaler. Und dort daneben Professor Erhard Betz, der Vizepräsident der Musikhochschule Mannheim. Herr Specht, Sie waren mit der Initiator zusammen mit Herrn Komm und den beiden Kollegen vom Lions Club. Können Sie ganz kurz erklären, wie das Ganze zustande kam oder wie die Idee hinter der ganzen Aktion ist? Ja, vielen Dank. Also zunächst einmal freut es mich ganz besonders, dass nach einigen Versuchen, die wir schon mal vorhatten, ein Stadionsingen hier in Mannheim auf den Weg zu bringen, dass es dies Jahr wirklich klappt und dass es uns gelungen ist, zwei wichtige Partner zusammenzubringen. Denn nämlich als wir darüber nachgedacht haben, also als Stadt, weil in vielen anderen Städten ist es ja eine tolle Tradition und wer das mal miterlebt hat, der weiß, was dies bewegen kann. Und das kann einmal auch dazu beitragen, dass Fußball einen ganz anderen Zugang nochmal hat zu anderen Zielgruppen. Und insbesondere jetzt hier auch auf dem Waldhof, wenn man die sangesgewaltigen Waldhof-Fans aus der Ost kennt, die ja nicht nur im heimischen Stadion, sondern auch in anderen Stadien für gute Unterhaltung stehen, ist dies natürlich nochmal ein besonderer Anreiz. Und deswegen bin ich sehr froh, dass als Herr Bresinger von den Lions Clubs dann auf mich, vom Lions Club Quadrate auf mich zugekommen ist und hat gesagt, wäre das nicht eine Idee, wo könnten wir das so in Mannheim so ein Singen machen? Und da habe ich gesagt, ja wenn, dann greifen wir diese alte Überlegung, diesen alten Versuch wieder auf, dann natürlich im Karl-Benz-Stadion und dann, damit wir uns auch einreihen in die Phalanx der Städte, die das seit vielen Jahren tun und gerade in dem ersten Jahr in der dritten Liga wäre das nochmal ein unheimlicher Schub. Und ich musste dann mit Herrn Komm überhaupt gar nicht mehr überreden, weil er gesagt hat, ja, wir haben auch schon wieder mit Lions gespielt. Das ist ja toll, dass sie uns zusammenbringen. Und so haben wir uns bei mir im Dienstteam dann getroffen und haben gesagt, Mensch, wir müssen das machen, wir müssen das hinkriegen. Wir sind die UNESCO City of Music Stadt. Und ich gucke von Herrn Dölger an, Professor Wetz. Das heißt, wir haben was zu bieten auch musikalisch. Wir können das begleiten, eben nicht nur das Gemeinschaftserlebnis von Sängerinnen und Sängern in einem Stadion, das eine besondere Akustik auch hat, sondern wir bringen eben auch einen Teil unserer musikalischen Kultur, die wir in der Stadt haben, die breit ist, die von den Söhnen Mannheims reicht, bis über Kinderchöre, bis zum Nationaltheater, bis zu unserer unglaublichen Musikhochschule, die bringen wir irgendwie zusammen, das muss doch möglich sein. Und das war begeisternd, das zu sehen und dafür will ich mich erstmal nochmal ganz herzlich bedanken beim Lions Club, der ja ganz, ganz viele Charity-Projekte auch macht und so kam dann auch gleich die Idee, dass wir gesagt haben, wir sammeln nicht jetzt für irgendeinen Verein, sondern wir wollen auch gerade bei diesem Weihnachtslieder-Stadion-Singen einen Benefizcharakter herausarbeiten und was liegt da eigentlich näher, an die zu denken, denen es wirklich nicht so gut geht. Und da gibt es eine Einrichtung, die Sterntaler, Sie kennen sie alle in Mannheim, deshalb hier, Frau Herrmann, viele Projekte, die man mit ihnen auch macht, aber da wäre das Geld auf jeden Fall richtig angelegt und kommt diesen Kindern zugute, Kinderhospiz Sterntaler. Und deswegen war es eigentlich geboren und haben gesagt, wir müssen es hinkriegen. Und dann gab es noch eine große Hürde, kriegen wir das auch in dieses Stadion rein, weil so Konzerte so ist nicht so ganz so einfach. Wir haben dann einen Weg gefunden und deswegen ist es eine Kombination aus einem super, super Promi-Fußball-Vorspiel, sage ich mal, und dann beginnt die dritte Halbzeit. Es gibt zwei Halbzeiten beim Vorspiel, habe ich gesehen, die dritte Halbzeit, die beginnt dann für die Sänger. Die dritte und die vierte Halbzeit. Und so wollen wir es auch machen und ich gehe davon aus, also wir starten, und das ist schon mein Wunsch, der ist gesetzt, wir starten mit dem Waldhoflied als Einstimmung vor Beginn der ersten Halbzeit. Das müssen wir mal anhören, das Waldhoflied, das ist ja bei uns für diejenigen, die auf dem Waldhof groß geworden sind, sowieso in die Wiege gelegt worden. Herr Dölker, das müssen wir noch ein bisschen einstudieren, dass das Waldhoflied als erstes kommt. So ist es auch bei Union, so ist es in Köln, so ist es in Aachen, dort wo die großen Hochburgen jetzt schon sind. Und dann geht es dann natürlich los mit riesengroßen
mit viel Musik und auch die Bandbreite der Musikkultur. Ich will noch einen Satz dazu sagen, auch als Stadt. Es ist, kann dazu beitragen, auch gerade eben Hemmschwellen beim Zugang zum Stadion abzubauen, weil die Leute sagen, Mensch, das sind aber absolut nette Kerls, nette Jungs und Mädels, die dort zusammenkommen, so Weihnachtslieder singen. Das ist sehr gut für uns, das ist gut für das Image auch des Waldhofs und des Fußballs. Und wir erleben auch einen unheimlichen Wunsch nach, heute heißt es etwas despektierliche Rudelsingen, also öffentliches Singen, ne? Von vielen Menschen, die sagen, Mensch, in so einem Chor mal einfach mitzusingen, weil es geht nicht da hierher zu kommen, um zuzuhören, sondern es geht ums Mitsingen. Und das ist, glaube ich, nochmal was ganz Wichtiges. Man kann was Gutes tun, man kann mitsingen, man kann einen schönen dritten Advent hier im Stadion feiern und das in einer Atmosphäre, die man eigentlich nur bei Waldhof erleben kann, bei richtigem Spiel. Und das passt eigentlich wunderbar zusammen. Deswegen haben wir als Stadt gesagt, ja, da sind wir mit dabei, unterstützen. Und ich soll auch sagen, die Rhein-Neckar-Verkehr, natürlich gilt die Tickets Kombi in der Kombination. Das heißt, man kann auf CO2 hierher kommen, kann einen schönen Glühwein trinken, den es auch als Kinderpunsch gibt, glaube ich. Das heißt, man kommt gut hierher, gut zurück, mit gutem Gefühl. Und vielleicht bleibt der eine oder andere hängen. Entweder er sagt, Mensch, ich will jetzt auch mal richtigen Fußball sehen, dann großen Fußball, und kommt zum Waldhof, will diese Atmosphäre mal richtig erleben. Man kann es zwar schon am Sonntag gegen Braunschweig, das ist ja sowieso ein Sensationsspiel, fast ein Freundschaftsspiel, befreundete Mannschaft, aber dritte Ligaspiel. Oder er sagt, Mensch, dieser Kinderchor oder was diese Musikhochschule macht, das ist ja Sensation und das Nationaltheater. Da bleibe ich dabei, das gefällt mir, ich will irgendwie mitmachen. Oder er sagt, die Arbeit des Kinderhospiz, das gefällt mir. Somit hätten wir drei große Gewinner aus Sicht der Stadt. Und deswegen wünsche ich mir, dass viele da sind. Ich weiß am Anfang, ich habe mit einem Kollegen in Aachen gesprochen, die haben begonnen damals, vor, ich glaube, 16 oder 18 Jahren, ne? Da waren die 600, die haben maximal einen Teil der Haupttribüne füllen können. Ja, also 600, ja. Heute müssen sie fast 3 Monate vorher sich eine Karte reservieren, um in Aachen am Tivoli einen Platz zu kriegen für das Stadionsingen. Da sind wir wahrscheinlich noch nicht, aber ich sag mal, wenn ein Teil der Ost voll ist und die Haupttribüne, das wäre schon sensationell. Ich will die Erwartung nicht so hoch treiben. Wir sind spät jetzt gestartet ins Marketing, aber es soll ja jährlich stattfinden. Und wir wollen damit eine Tradition begründen. Also, ganz, ganz herzlichen Dank an der Stelle. Ich muss Sie leider verlassen. Wir kriegen jetzt gleich voller Bescheid für E-Busse. Die muss ich entgegennehmen. Die fahren zwar noch nicht dann am 15. Dezember, aber ich bin mir sicher, hier kann was ganz Großartiges wachsen. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ich sage mal nochmal hier eher, Herr Bresinger, als ganz großer Dank, der gesagt hat, eine Idee für gemeinschaftliches Singen, das gehört dazu. Und natürlich im SV Waldhof vertreten durch die Geschäftsführung, lieber Herr Kopp, auch bei Ihnen unbürokratisch sofort dabei. Ganz, ganz sensationell. Also ich muss sagen, das hat richtig Spaß gemacht für uns. Und ich kann nur sagen, bitte motivieren, kommen für einen guten Zweck. Das ist wirklich gelebte Mannheimer Tradition und singen können wir sowieso. Vielen Dank. Ja. Danke, Herr Specht. Dann kommen wir jetzt nochmal ganz kurz zu unserem Geschäftsführer. Markus, kannst du noch ganz kurz so ein bisschen anreisen, wie das Rahmenprogramm aussieht und was aus Vereinssicht für uns oder für euch der Plan war, das Ganze voranzutreiben? Ja, von meiner Seite auch herzlich willkommen im Konventstadion. Es geht der Herr Specht gerade, aber ich freue mich natürlich, dass der Herr Specht sich gerade bereit erklärt hat, auch beim Benefizfußballspiel mitzuspielen. Ich hoffe, er hat es noch gehört. Auch von meiner Seite aus herzlich willkommen und von meiner Seite aus auch ein großes Dankeschön an den Lions Club Quadrate und an die Stadt Mannheim. Wir hatten auch schon mehrfach die letzten Jahre die Idee, ich denke, das passt ganz gut auch in die Außendarstellung, die der Waldhof die letzten Jahre versucht abzugeben, dass wir nicht nur in Mannheim uns als Fußballverein verstehen. Natürlich ist es unser Hauptgeschäft und da sind wir aktuell auch sehr zufrieden, wie es läuft. Allerdings ist es uns auch wichtig, dass wir uns in Mannheim, wir sind Teil der Mannheimer Gesellschaft und dementsprechend möchten wir uns auch in Mannheim als Fußballverein engagieren. Das haben wir schon häufiger getan, in Bündnissen mit der Stadt, mit der Kirche zusammen. Und heute dann eben freut es mich ganz besonders, dass wir das gemeinsam geschafft haben,
hier wieder was Schönes auf die Beine zu stellen. Stadionsingen erstmalig in Mannheim und natürlich mit dem sozialen Zweck, mit dem Kinderhospiz Sterntaler, mit dem der Waldhof auch schon häufiger zusammengearbeitet hat, das Trikot mal frei gemacht hat auf dem Ärmel und komplett oder 1 Euro jedes Tickets dann auch gespendet hat und Becher spenden und so weiter. Deswegen freut es mich sehr, dass die Frau Herrmann auch heute da ist. Zum Programm, ich glaube, der Herr Specht hat im Grunde schon alles gesagt. Ich freue mich, dass wir hier beim Benefizspiel, auch das noch ein bisschen einkriegen möchte, auch ehemalige Trainer vom SV Waldhof und ehemalige Spieler vom SV Waldhof und natürlich auch die anderen Promis, die alle auf dem Flyer vor Ihnen stehen, begrüßen dürfen und dass wir da 2x20 Minuten, wir haben es jetzt nicht 2x45 angesetzt, das wäre, denke ich mal, dann vielleicht für den einen oder anderen eine Minute zu viel. Dementsprechend 2x20 Minuten, das denke ich, das können die Herren alle noch leisten und da freuen wir uns natürlich auf ein schönes Spiel und anschließend auf ein schönes Singen. Danke, Markus. Wolfgang, ihr wart in einem sehr frühen Austausch mit dem Herrn Specht. Vielleicht kannst du aber auf deiner Sicht nochmal sagen, wie es abgelaufen ist und auch wie die Planung aussieht. Ja, herzlichen Dank erstmal, dass die Medienvertreter erschienen sind und Interesse daran zeigen. Sie sind ganz wichtig für uns, denn wir beginnen was Neues und wissen tatsächlich nicht, wo wir dann mit der Zuschauer- oder Mitsingerzahl enden. Und ein leeres Stadion ist nicht dafür geeignet. Wir müssen doch einige Tausend nach Möglichkeit zum Singen bewegen, zum Kommen bringen. Und darum bitten wir halt, dass Sie für uns, mit uns, für diese karitative Veranstaltung die Werbetrommel auch nochmal in den nächsten 10 Tagen wirklich schwingen. Wir haben auch Poster und Flyer, die wir jetzt in der Region verteilen werden ab morgen dann. Sind auch in den, im Fernsehen noch einmal heute Abend bei RNF mit einem kurzen Auftritt zu dieser Veranstaltung. Und da können wir nur die Bitte an Sie, die herzliche aussprechen, dass Sie uns da medial aktiv unterstützen. Wir sind auch bereit, uns nochmal in der nächsten Woche kurz auszutauschen, telefonisch oder so, wie steht es denn, wie ist der Stand. Denn diese Veranstaltung lebt mit der großen Anzahl der Mitsinger. Und wir hoffen halt, dass wir wirklich einige Tausend bekommen. Wir sprechen jetzt nochmal an, außer den Waldhof-Fans, die quasi die Basis für diese Veranstaltung sein werden, auch Chöre, Schulen, Kindergärten, sonstige Freundesgruppen, die Jugendgruppen, die einfach hier nochmal ein Event erkennen in der Weihnachtszeit, der weihnachtlich ist, und hoffen dann, dass wir um 19 Uhr am 15.12. abends ein sehr, sehr positives Resümee ziehen können von unserer Veranstaltung. Zustande ist die gekommen, weil offensichtlich wir drei Veranstalter dieselbe Idee hatten und irgendwo haben wir uns dann getroffen, gesprochen, ja, machen wir. So eine Veranstaltung in der Regel dauert, hat einen Vorlauf von etwa einem Jahr. Wir haben es in 3 Monaten hoffentlich geschafft, eine tolle Veranstaltung darzustellen, weil jeder an der gleichen Schnur, am gleichen Seil gezogen hat. Die Stadt Mannheim hat uns die Wege geebnet, da wo es erforderlich ist. Die Freunde vom SV Waldhof, die ja veranstaltungserfahren sind, muss man sagen, haben ihre Schatulle aufgemacht und alle möglichen Funktionen dann bereitgestellt, ob Sicherheit, ob Catering, ob, damit man auch so einen Ticketverkauf, ein Riesenthema, das kann kein Lions-Club, das kann auch die Stadt Mannheim sehr schwierig darstellen. All diese Funktionen nehmen wir dann vom Waldhof in Anspruch und der Waldhof ist ja auch der legale, das Organisationsorgan nach außen hin und wir bringen unsere Netzwerke und vor allen Dingen durch Johannes Dölger, Mitglied des Nationaltheaterorchesters, die musikalische Seite mit ein und deswegen würde ich dann gerne auch gleich überleiten an den Johannes, der zum Programm, zum musikalischen Programm und auch zum Lions Club, Sie kennen uns wahrscheinlich alle, wir sind eine Vereinigung, die sich zum Ziel genommen hat, We Serve, im Deutschen, wir dienen der Gesellschaft, wir übernehmen Verantwortung und wir helfen insbesondere Gruppen in unserer Gesellschaft, die da und dort ein bisschen zu kurz kommen, erkennen Situationen wie heute oder wie vor 4 Jahren bereits das Thema Flüchtlinge und engagieren uns da, Schulen und. Wir sind vielseitig aufgestellt und deswegen suchten wir nach einer Aktivität,
haben Sie hier mit einer zusätzlichen Aktivität, haben Sie hiermit gefunden und hoffen, dass dies, oder gehen davon aus, dass dies keine Einmaligkeit ist, sondern wir wollen im nächsten Jahr in 365 Tagen das zweite Stadion singen, in dann bewährter Kombination mit dem Waldhof und der Stadt Mannheim organisiert haben. Also keinerlei Einmaligkeit, sondern eine Routineveranstaltung im Mannheimer Eventkalender sozusagen darstellen. Lieber Johannes, ich glaube, ich darf ohne dich überleiten gleich direkt. Dankeschön. Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen. Ich darf meinen Vorrednern schon mal danken. Wir haben viele wesentliche Dinge schon genannt. Ich darf vielleicht sagen, Sie haben gehört, wir hatten nur sehr wenig Vorbereitungszeit. Ich gehöre jetzt der Mannheimer Musikfamilie als Mitglied des Mannheimer Nationaltheatersorchesters seit fast 30 Jahren an und habe dadurch ein gewisses Netzwerk aufbauen können. Und ich denke, es ist uns gemeinsam gelungen, dass wir ein sehr, sehr schönes, ein sehr individuelles Programm auch für Mannheim entwickelt haben. Also wir haben nicht was abgekupfert von den anderen Vorbildern in Union Berlin oder beim BVB in Dortmund, sondern wir haben unser eigenes Konzept entwickelt. Das fängt, also beschränkt sich nicht nur auf das Musikalische, sondern wir fangen mit dem Fußballspiel an. Wir haben einen ganz großen Bogen und dann werden wir von dem Fußballspiel, das ist ja auch oft, hat was Rhythmisches, werden wir dann über den Trommelpalast, das sind die Afro-Kids unter der Leitung von dem Dirk Friedrich, werden wir dann also langsam zu den musikalischen Überleitungen und kommen dann auch gleich zu einem richtigen Hammer. Wir haben also von den Söhnen Mannheims, haben wir den Rolf Stahlhofen und Klaus Eisenmann angefragt, die überhaupt nicht gezögert haben und gesagt haben, wir sind dabei. Und da darf ich jetzt nicht zu viel verraten, die werden meine Stadt singen und das wird sicherlich gleich mal in der ersten musikalischen Halbzeit ein richtiger Höhepunkt werden. Dann kommt wieder eine Pause. Wir haben auch bewusst ein paar Pausen eingelegt. An diesem Tag soll es wirklich nur Gewinner geben. Selbst das prominente Fußballteam, das als Verlierer vom Platz gehen wird, wenn es kein Unentschieden gibt, darf sich als Gewinner fühlen. Also alle, jeder Cent, der natürlich nach Abzug der absolut sparsam budgetierten Ausgaben übrig bleibt, und wir hoffen, dass eben sehr viel da bleiben wird, damit wir das an Sterntaler weiterleiten können. Also jeder Cent vom Eintrittsticket und auch von dem Verkauf bei uns von den Lions, wir werden Glühwein verkaufen und Brezeln, wird sozialen Zwecken zugeführt. Es wird dann im zweiten musikalischen Teil, werden wir dann zu dem Rudel singen, das Wort ist schon gefallen, also zu diesem Stadion singen, zu dem gemeinschaftlichen Musizieren überleiten. Da haben wir den Kinderchor vom Nationaltheater. Uns war es auch wichtig, dass wir bei dieser Idee die Jugend einbeziehen, sehr stark, eben mit den Afro-Kids vom Trommelpalast und mit dem Kinderchor vom Nationaltheater, Jugend, Gleichaltrige für andere Gleichaltrige, die leider sich nicht in dieser glücklichen Situation befinden, um zu helfen. Das war uns sehr wichtig und gehört eben auch zu unserem Konzept. Und dann kommt, sage ich jetzt mal, als Rückgrat der ganzen Veranstaltung, dann kommt das Mannheimer Blech. Leider nicht unter der Leitung von Erhard Wetz, der angekündigt, ein Kollege wird für ihn übernehmen. Ich bin dem Erhard Wetz aber sehr, sehr dankbar. Er hat sich auch gleich bereit erklärt und da steckt sehr, sehr viel Arbeit dahinter, mitzuwirken mit der Musikhochschule, mit der Manpower, die dort vorhanden ist, um, sage ich jetzt mal, den musikalischen roten Faden zu legen, an dem sich dann das Publikum orientieren wird, da bin ich mir ganz sicher, und wir werden dann eben eine wunderbare, schöne, sicherlich auch mit Lichteffekten, schöne Weihnachtsatmosphäre im Karl-Benz-Stadion dann zum Veranstaltungsende hin haben. Und ja, das ist so im Großen die Dramaturgie. Und dann darf ich, weil ich das Mannheimer Blech jetzt genannt habe, Herr Wetz, vielleicht Sie bitten, ein paar Worte noch dazu zu sagen. Kann ich was fragen? Ja, natürlich. Passt zu Ihnen. Dazu sind wir da.
bei Weihnachtsliedern, da denke ich natürlich immer an die fünf großen, ja, sag ich mal. Es gibt mehr als fünf, ja. Lassen Sie es 20 sein. Gut. Die werden dann alle gesungen oder wie? Wie muss ich wenn Sie jetzt an alle Jahre Lieder, Ihr Kinderlein kommt mit O du Fröhliche, ja. Also das ist dann so, sage ich jetzt mal nach hinten raus, ist das die Idee. Dass man wirklich dieses Traditionelle, wie man sich das vorstellt. Ne? Ja, vielen Dank, dass ich hier auch zu Wort kommen darf. Wie schon gesagt wurde, dieser ganze Event ist mit relativ heißer Nadel gestrickt. Entsprechend spät kam auch die Anfrage an mich, an uns. Johannes Dölger und ich kennen uns schon eine ganze Weile und natürlich freue ich mich, dass er an die Musikhochschule gedacht hat. Und was kommt bei einem solchen Event in Frage als Begleitband? Natürlich Blechbläser. Und deshalb das normalerweise von mir geleitete Ensemble Mannheimer Blech aus Studierenden der Musikhochschule wird eben das Begleitorchester sein für die Weihnachtslieder. Wir haben Studierende, die extra für die Lieder kurze Vorspiele arrangiert haben, dass man muss ja den Ton finden, um dann richtig einsteigen zu können. Und diese Vorspiele sind zum größten Teil fertig. Die Lieder, die es natürlich, worüber es Noten gibt, haben wir natürlich, aber manche mussten wir von der Tonlage etwas nach unten transponieren, damit die Stimmen sich nicht nach oben hin überschlagen. Aber Sie sehen und hören, dass da eine ganze Menge Arbeit, Manpower, hat Herr Dölger gesagt, dahinter steckt. Aber wie gesagt, wir freuen uns auch als Musikhochschule zu diesem Event beitragen zu können und präsent zu sein. Für uns ist es ganz, ganz wichtig, auch in der Stadt Präsenz zu zeigen und selbstverständlich auch für den guten Zweck zu wirken. Also wir sind im Moment in der Planung, dass wir 14 Lieder auf der Liste haben. Ich habe hier auch die Liste da und was Herr Dölger schon gesagt hat, O du Fröhliche, es ist ein Ross entsprungen, Stille Nacht, vom Himmel hoch, Ihr Kinderlein kommt alle Jahre wieder, O Tannenbaum und so weiter. Ich habe die Liste hier, falls jemand haben möchte, kann ich die gerne, können Sie die gerne fotografieren. Das ist noch im Planungszustand, aber ich gehe davon aus, dass das so ein Lied auch mit 3 oder 4 Strophen dauert ja nicht besonders lang und dass das die Rudelsänger schaffen werden. Achso, Entschuldigung, wir werden vielleicht das noch in der Besetzung mit 16 Blechbläsern, mit Trompeten, Hörnern, Posaunen, Tuba und einem Saxophon werden wir dort präsent sein. Das Ganze wird geleitet von meinem Kollegen Toni Scholl, der an unserer Hochschule das Fach Blasorchesterleitung unterrichtet. Ich bin leider wegen eines Krankenhausaufenthalts, den ich dann haben werde, verhindert. Danke, Herr Betz. Was natürlich auch wichtig ist, ist für alle, die die Texte nicht so besonders erkennen, werden die natürlich auch auf der Leinwand laufen, sodass man da auch keine Probleme hat, entsprechend mitsingen zu können. Frau Herrmann, Sie sind jetzt dann im Endeffekt diejenigen, oder die, das Kinderhospiz, die Kinder davon, diejenigen, die am meisten profitieren, wie kam da der Kontakt zustande und wie wichtig ist da der SV Waldhof, aber auch der Lions-Club als Partner? Ja, also erstmal auch in unserem Namen herzlichen Dank. Ich muss jetzt erstmal anknüpfen an Mannheim, meine Stadt, denn es ist auch unsere Stadt, Kinderhospiz Sterntaler. Wir feiern in diesem Jahr 15-jähriges Jubiläum. Das ist für uns ganz besonders, seit 15 Jahren sind wir hier aktiv. Und ja, der Kontakt kam über den Herrn Pomp und wir haben uns zusammengesetzt. Wir haben philosophiert, was man tun könnte und er war so schnell haben wir gar nicht gucken können. mit der Aktion, mit unserem Emblem eben auf den Spielertrikots und das Eintrittsgeld, also den Euro. Und das war also wahnsinnig, es ging wie ein Lauffeuer und es gibt uns natürlich auch Kraft in unserer Arbeit, dass Menschen da sind, die anpacken, die gleich was umsetzen und für uns natürlich die Spenden auch sammeln und sie an uns weiterleiten. Denn wir sind jedes Jahr darauf angewiesen,
auch wenn es nach außen immer so schön aussieht, die Sternhalle bekommt viel, ja Gott sei Dank und vielen Dank, denn wir brauchen es auch jedes Jahr. Wir sind also wirklich so minimal finanziert über die Kassen, dass wir nur über Spenden eben unsere Arbeit leisten können. Und dazu trägt eben das soziale Engagement auch einen ganz, ganz großen Teil bei. Und Waldhof und Sternthaler, Mannheim, das sagt ja schon alles. Und wir sind sehr froh, dass wir dabei sein dürfen, auch bei diesem Start, ja, von dieser tollen Veranstaltung und dem Singen miteinander, was für uns auch eine große Bedeutung hat, das Singen, denn auch in unserem Hospiz singen wir täglich und singen verbindet und ja, da freuen wir uns sehr auf die Veranstaltung. Sehr schön, wir freuen uns auch alle schon. Durch das Programm wird an dem Tag unser Stadionsprecher, der Stefan Christen, führen, der dafür natürlich auch passend im Weihnachtsmannkostüm das Ganze moderieren wird. Ansonsten dürfen die anwesenden Journalisten gerne Fragen stellen an einen der Führer. Dürfte ich noch kurz eine Info loswerden? Ganz wichtige Info, sonst kriege ich Ärger. Ich habe unseren GMD, unseren Generalmusikdirektor des Nationaltheaters, den Alex Soddy, sowohl als Sportler als Fußballer gewinnen können und er wird auch mindestens 2 Lieder dirigieren. Also der Generalmusikdirektor Mannheims wird den größten Chor Mannheims dirigieren. Das war mir doch noch sehr wichtig. Und weil vorhin eine genaue Zahl an Mitwirkenden gefallen ist, also wir werden 16 Blechbläser haben, wir werden 12 Trommler haben vom Trommelpalast, wir werden ca. 50 Kinder vom Nationaltheaterchor haben und wie gesagt von den Söhnen Mannheims 2 absolute Aktivposten mit Keyboard. Das Ganze wird vielleicht noch ein bisschen zu der Situation, also wir spielen ja auf ein verkleinertes Feld. Das war auch, wie soll ich sagen, von der Organisation ein sehr beschäftigendes Thema, sage ich jetzt mal. Wir haben, glaube ich, eine sehr gute Lösung gefunden. Wir werden in Anführungszeichen die Ost verkaufen und dort passen 12.000, 10, ja. Also hoffen wir mal, dass wir sehr, sehr stattlich Besucher in dem Bereich haben. Wir werden praktisch hinter dem Torraum, werden wir eben dann die Bühne platzieren, mit Beleuchtung und mit auch akustisch so ausgestattet, dass es sowohl für die Künstler als auch für das Publikum also eine richtige professionelle Situation werden wird. Das wäre vielleicht noch eine wichtige Info. Gibt es da keine Sitzplätze? Oder? Es gibt Sitz, kann ich beantworten, es gibt sowohl Sitz- als auch Stehplätze, die unterschiedlich bepreist sind. Und es soll natürlich eine Familienveranstaltung werden. Also vom Kind angefangen, das bis 6 Jahre kostenlos eintreten darf ins Stadion. Die bis 13-Jährigen zahlen dann die Hälfte und die Erwachsenen zahlen für den Stehplatz 8, für die Tribüne 12 Euro. Ich meine ein angemessener Preis, insbesondere wenn man weiß, wohin der Einerlös gehen wird. Zwei technische Fragen. Dieses verkleinerte Spielfeld, da spielt man dann 9 gegen 9 oder 5 gegen 5? Wir werden 7 gegen 7 spielen, auf Kleinfeldtore, auf Halbfeld. Okay, und ich habe vorhin zu meiner Gegnervorbereitung schon mal geschaut auf der Homepage. Herr Specht hat ja auch die Haupttribüne angesprochen, aber das ist gerade echt falsch verstanden, oder? Weil Karten sind tatsächlich nur für die Ost- ja, und ja, die beiden angrenzenden Spieler. Ja, ist hier auch nicht. Genau. Gibt es noch weitere Fragen? Am Anschluss würde ich gerne noch Der Herr Specht hat gerade was vorhin gesagt von der sangesgewaltigen Ost. Hat man da vielleicht bei der Planung auch die Fanclubs mit involviert? Oder? Das ist natürlich jeder, auch die Fans des SV Waldhof Mannheim, sind natürlich willkommen, zur Abwechslung auch mal Weihnachtslieder zu singen. Wenn wir keine weiteren Fragen haben, dann, wie gesagt, wir freuen uns alle sehr auf den 15. und der Vorverkauf läuft bereits über alle Kanäle und dementsprechend können darüber auch Tickets gekauft werden. Vielen Dank.